Bröter? Am brötesten. Eine gute Show. Herzlich willkommen zurück in unserem Studio. Ist das nicht der Anfang? Wir sind jetzt der Anfang gemacht. Eben, aber aha, zurück. Genau, wir machen jetzt den Anfang. Kommen zurück. Was ist denn vorher? Das wird ein super Einspiel. Nein. Herzlich willkommen zurück. Jetzt haben wir auch schon gemerkt, wer da ist. Es ist Divertimento. Wir sind in ein paar DMs geslidet und haben ein bisschen Gäste geholt. Das sind die Ersten, die da sind. Schön, sind wir gekommen. Schön, sind wir da. Sind wir die Ersten? Ja. Damit das Ganze ein bisschen Klicks und so bekommt, können wir mal zu unserer Rubrik Like Guy. Dort geht es darum, geheime Stories von euch aufdecken. Also, sind ihr bereit für die Boulevardfragen? Ja, doch, das sind wir. Ich bin jetzt gespannt. Gerade mal zum Anfang, haben wir so ein kurzes Drogenproblem? Nein, nicht mehr. Komplett nüchtern jetzt. Früher, wo wir ganz jung waren, in der Anfang haben wir schon, auch wenn wir am Programm schreiben waren, das muss lustig sein. Natürlich. Jetzt aber die nächste Frage. Bist du schwanger oder hast du gerade jemanden geschwängert? Könnte auch so eine Story sein, die einfach schön Klicks gibt. Finde ich, das ist eine berechtigte Frage. Ich weiss nicht, was biologisch schon möglich wäre, von dem her beide Seiten gefragt. Nein, wir sind so viel, ich weiss beide nicht richtig und haben auch niemanden geschwängert. Ich probiere es wie wild, aber es schlägt nicht an. Das glaube ich ja. Kommen wir zu einem ernsten Thema, wo vielleicht das Strafrecht verfolgt werden könnte. Haben Sie schon mal jemanden getötet? In Gedanken hat es, glaube ich, schon ein paar Mal. In Gedanken schon ein paar Mal. Wir haben es noch nie in Tat umgesetzt, gell? Nein, also... Oder verheimlichst du mir irgendwie etwas? Nein! Also, es gibt immer wieder Leute, wo man denkt, oh, f***. Aber das haben wir eigentlich nicht mehr so. Gibt es andere Berühmte, die ich eben nicht mögen? Können wir da irgendwie noch einen Beef ansticheln? So ein bisschen umstänken, können wir. Ich glaube, umgekehrt gibt es mehr, nicht? Was, ist uns jemand? Ja. Also, ich sehe da keinen Grund. Wenn jemand sehr gut schlagen sind, finde ich das geil, weil er macht das sehr gut. Ich lasse es jetzt nicht, aber er macht es auch gut. Also, dann ist es okay. Okay. Guck, Deko, wir sind auch bei dir zusammen ein bisschen ablästern über andere Rummiköpfe. Also, man muss natürlich auch sagen, 2020 muss man aufpassen, wenn man werden wie ablästern. Ja. Gut, ja. Heisst es noch. Ja. Während der Corona-Zeit hat es das eigentlich öppen umgekehrt. Das ist wahrscheinlich auch so, während Corona alle ein gereizt. Ein bisschen verzweifelt sind wir manchmal. Ja, verzweifelt, genau. Und zu verrecken, Aufmerksamkeit. Und jeder hat irgendwie angefangen zu kochen, Liegestütze machen vor der Kamera. Ganz viele Bröter sind gebacken worden. Nein, am brötesten ist dann ein Steinschüler, oder? Ja. Jetzt gerade so die Jugendsünden, oder generell nicht unbedingt die Jugendsünden, euer grösstes Verbrechen. Über offene Straftaten können natürlich auch gerne reden. Ist natürlich alles anonym. Ich habe den Fahrausweis schon das ein oder andere Mal abgegeben. Früher in der Jugend hat es zwei, drei so Vandalen-Akte gegeben, als ich dabei war. Ja, aber ich glaube, es sind die Sachen, die alle gemacht haben. So richtig etwas anderes. Könnte man eigentlich wieder mal machen. Ziehen wir wieder mal los am Samstagabend zusammen. Ja. Damit wir noch ein bisschen interagieren mit unseren Zuschauern. Ja, natürlich. Dass ihr das auch spannend findet bei uns. Natürlich. Dürfen Sie weit fragen da in dem Ganzen? Und das haben sie gemacht. Wir haben uns 5 Fragen rausgesucht. Wie viele sind reingekommen? 6. Nein! 4 sind von ihnen. Zu der ersten Zuschauerfrage. Sie kommt von der Ronja zu Bodenstrich und unter anderem von der Kyra Kyra. Wie geht es der Ursula? Wir spielen die Huren gerne. Weißt du, die Leute sagen, hey, die Ursula ist völlig überzeichnet und die gibt es gar nicht. Es gibt Arztpraxen, wo du reinkommst und genau so Leute hocken dort. Du müsstest dich auch kennen vom Flughafen. Jetzt hast du übrigens gerade verraten, dass ich am Flughafen arbeite. Nein, ich arbeite eigentlich gar nicht am Flughafen. Sie wissen es auch schon leicht, wenn man über live ich habe gesagt, dass ich im Flügel arbeite. Was ich dort arbeite, weiss man nicht. Mäter der Gabin, jetzt ist es gesagt. Früher jetzt, er ist Mäter der Gabin. Und was toll ist, er kommt so rum. Verdienen tut man leider zu wenig. Er macht es aber gerne, dass er mehrere Kulturen kennenlernt, dass er neue Leute kennenlernt. Auch für die Sprache ist es sehr interessant. Und obwohl er so gross ist, kann er den Job machen, weil unterdessen gibt es keine grösseren Vorschriften mehr. Okay. Jetzt ist es gelüftet. Also, dass ich kein Pilot bin, das haben sie schon gewusst, weil sonst würde ich diese Sendung hier nicht betreiben. Von wegen Lüften. Ja. Machen wir den Ventilator kurz mal an. Komm, das klingt doch jetzt so schön im Hintergrund. Wie sieht das nicht? Es ist so professionell. Es sind zwei Leute, die jetzt sofort am Kopfhörer sind. Hört man es drinnen? Beide sagen, man hört es, aber es ist okay. Okay. Die zweite Frage kommt vom B-Z-H-F. Er fragt, was ist der grösste Scheiß, den ihr zusammen macht oder erlebt? Ein Scheiß, der mir in den Sinn kommt, sind wir am Mittwochnachmittag in die Stadt Zugabe gegangen, sage ich viel. Wir haben uns Sachen überlegt, ja komm, weißt du was, genau, du spielst ein Geschäftsmann, du gehst Geld abheben und ich komme als Bankräuber quasi und luchse dir das Geld direkt am Bankenwagen ab. Und es ist genau 4 Minuten gegangen und die Bullen sind da gewesen. Ich muss kommen, weil das ist null, ja, das ist alles legal, das ist abgesprochen. Bodenstrich Anna, Bodenstrich Tommy, Bodenstrich, ja. Bodenstrich, Bodenstrich. Ich weiß nicht, was der Mann sagt. Wer sie
Jetzt muss ich doch nur sagen. Wer sie euer Idol kann in eurem Genre sein oder sonst immer? Also zusammengefasst, wer inspiriert und wer ist noch Idol? Mich inspirieren Flugbegleiter, die noch den Fernsehen machen. Es müsste Nummern geben. Wenn es eine Menschengruppe gibt, die vielleicht noch kleine Schränke sind, das Ursula. Dann sind es Flugbegleiter, die nebenan fährt gemacht. Versuchen zu machen. Nein, sie machen es. Sie machen es. Nicht für sich allein. Nein, sie gehen raus damit. Wenn du das draussen sagst, sagst du, das gibt es nicht. Das hat doch mit Also das ist eine grosse Inspiration. Wir haben diverse Komiker, Schauspieler oft auch, die uns inspiriert haben. Er Marbacher. Das ist jetzt ein Fan von uns. Aber was haben wir gemacht in der Quarantäne? Ich hatte nicht viel Wahl mit drei kleinen Kindern zu Homeschooling? Ja, habe ich nicht geschafft. Das wenn so ich, in anderen Fernsehstationen holt man etwas zu trinken, wenn man sieht, es ist leer, aber nein. Das willst du noch nicht? Kannst du es gesund bringen, aber bring dir ganz krass. Du musst schauen, wie die mit einem umgehen. Du musst den Fernseher hinschleichen. Ja, das ist jetzt schön. Redet ihr nur weiter? Ja. Sonst machen wir einfach mal weiter. Ja. Manu schafft ein bisschen rum bei uns. Du übrigens, mir ist aufgefallen, die Feister. Müssen wir noch schnell auf ja, sehr zuvorkommend sind sie da. Fragen sind auch die meisten eigentlich an der Johnny. Also, das ist ein bisschen einseitig. Das ist so Sachen schiessen. Richtig, ja. Mir ist gleich gegangen wie dir, die haben ein Start-up. Wenn du ein Start-up hast und kannst nicht arbeiten, dann ist es und das war für mich Quarantäne. Also um 3 Monate zumachen, wenn du 2 Monate offen warst, war es voll und die Vertimento und Zenmove, beides war zu, das ist scheisse. Dann ab sofort Zenmove, ein bisschen mehr unterstützen. Business. Kamera läuft schon wieder, du darfst schon wieder weiter. Nando.oder-2005. Ich hoffe, du hast einen 2005er Jahrgang. Yes, es geht um Vatertag. Meinung zu oder Messer. Ich glaube, man hat mit den letzten 3, 15, 20 Minuten deutlich unsere Meinungen. Ich finde immer geil, wenn jemand den Mut hat, etwas Neues zu machen, mit der Absicht wirklich durchzustarten. Dann finde ich es eine geile Sache und unterstütze es. Ich habe noch kein Video gesehen. Jetzt persönlich, was haltet ihr von Social Media? Wie es heute ist mit TikTok und allem drum und dran. Kennt ihr überhaupt TikTok? Ich glaube, ich bin erfolgreicher als ihr. Das auf jeden Fall. Nein, sicher. Ja. Nein, und ich glaube... Ich habe nicht gewusst, dass du TikTok hast. Ja, aber weißt du, ich nutze das ja gar nicht. Da kann ich mich jetzt noch nicht drin eingehen. Was ist euer persönliches Erfolgsrezept? Es gibt Sachen, die kann man nicht lernen. Das ist Timing kann keiner lernen. Und Sympathie kann keiner lernen. Okay. Dann sehen wir unverschämt gut aus. Da kannst du jetzt die Leute, kannst du jetzt Social Media hinreden. Und Bescheidenheit finden. Ja, besten ja. Hast du von den Preisen schon erzählt, die wir alle gehören haben? Zum Schluss, wir sind jetzt das auf Social Media. Es schauen ein paar Leute hoffentlich zu. Das stimmt nicht. Jetzt gebe ich euch natürlich auch noch die Chance, dass ihr da auch mal jemanden grüssen könnt. Ich kenne niemanden in diesem Alter. Nein, Göteborg. Der kennt das also, der Göteborg. Ja. Falls du so etwas schaust, dann verachte ich dich. Abschalten, empfohlen, Pause. Ja. Wer dir zweimal live erleben möchte, die Shows geht ab dem 16. und 17. Oktober wie gewohnt weiter. Leider nicht in Zürich, in Basel, im Musical Theater. Und die Shows, die wegen Corona das Jahr nicht stattgefunden haben, die werden ab Januar 2020 weitergeführt. Was? Nochmal? 2021. So, jetzt haben wir es dann im Jahr richtig. Ja, kein Problem. Bevor wir jetzt aber ganz fertig sind, habe ich noch dich gefragt, John. Und zwar habe ich etwas in 20 Minuten gesehen, in Paid Post, also eine Werbung. Jetzt würde ich gerne wissen, ich weiss, was haben sie denn dafür gezahlt? Aha, ja, ich also, ich bin schon zahlt worden, muss man sagen. Aber es ist wirklich eine Hilfe. Ich habe geschwitzt wie ein Stier, ich konnte keine Farbe anlegen. Grau war Horror, blau war Horror. Und das hat angefangen, ich habe den Leuten nicht getraut, die Hände zu geben, weil ich immer nasse Hände hatte. Auf der Bühne war es mir peinlich, weil ab Minute 2, wenn ich das so mache, wenn ich jemanden im Wink am Flüssen war. Ganz genau. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Und dann haben die gesagt, du bist so begeistert, dürfen wir das zeigen. Und ich würde es nie etwas machen, wenn ich nicht selber mega begeistert bin. Und ich bin begeistert und ich hoffe, dass ich damit den Leuten helfen kann. Das Problem auch haben. Wenn ihr eures... Noch mal 2 Tage. Ja? Dann machen wir jetzt gerade eine Gratis-Werbung, wo wir drauf kommen. Genau. Luzern Clinic, wenn ihr eures Schweißproblem auch lösen wollt, hey, dann müssen wir ab sofort den Ventilator da nicht installieren für den Mann. Manu, komm, wir gehen zusammen zu den. Luzern Clinic. Ja, genau. Schön zu am besten. Ja, super. Das haben wir gerade. Den dürft ihr mitnehmen. Es gibt einen Way. Es drückt. Weißt du, ihr könnt fürs nächste Interview das Wasser schon mitbringen. Darling. Ja, machen wir die Rache. Ja, ja.